Dies war das, die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute 100 Mal die 3x78 Plus Upgrades, die es zum Totti zu ercraften gab. Future Stars Event ist am Start. Das Event nach dem Totti eigentlich immer ganz geil. Ich bin sehr gespannt, was wir daraus gezogen haben. Das seht ihr nämlich jetzt. Plus, was wir aus dem Recraften gezogen haben. Das gerne Liebe da mit dem Daumen nach oben. Sehr gerne auch mit einem kostenlosen Abonnement. Denn 117.000 Menschen gucken letzten Monat oder haben letzten Monat meine Videos geguckt und haben nicht abonniert. Das kannst du natürlich sehr gerne tun. Liebe geht raus und jetzt viel Spaß beim Video. Let's go. In die 3x78 Plus Spielerpacks. Die gab es jetzt zum Totti, zum Ergrinden. Ich habe 100 Stück gemacht, um zum Future Star Team Nummer 1 was Cooles zu ziehen. Adeyemi ist drin, Alvarez ist drin. Mal gucken, wie die Pack-Rate hier ist. Wir hoffen natürlich auf positive Sachen. Wir können natürlich dadurch auch ein paar SPCs abschließen. Starten erstmal sehr gut rein ins Experiment mit dem 87er gerateten Müller und dem 84er Kovacic. Das sieht schon mal sehr knackig aus. Genau das muss so weitergehen, Chat. Das genau so muss es weitergehen. Nummer 2, wir gehen wieder durch. Back to back. Ah, 84er Trippier. Ja, Pixel. Adeyemi sieht echt sexy aus. Also Adeyemi natürlich Number One, den ich ziehen will. Ne? Alles andere wäre Quatsch. Aber dreimal Tafel ist schon mal okay, auch wenn es hier ein 84er Lorente wird. Hä, den habe ich gefühlt noch nie gezogen, Lorente. Lorente einer gefühlt der seltensten 84er Karten, die es gibt. Komm schon, geh mal rein. Einmal muss es heute Schaller mit dem Future Star. Das wäre sensationell. 83er Pau Torres. So, letztes Pack für die 10er-Wette. Ein Walkout hat man bis jetzt. Wir gehen nochmal nach oben. Schließen wir das Ganze damit auch ab? Nein, machen wir nicht. Schade. Oder Vieira mit Ödegaard. Allgemein das Dreier gespannt, ne? Ödegaard kannst du ja, glaube ich, auch noch abschließen, ne? Oh, Hanek. Oh, Future Star 80 Pluser. Kudos, da ist der Mainz. Und ich habe noch nicht mal, ich habe noch nicht mal die 78 Pluser gezogen. 80 Plus ist es. Let's go. Da ist Nummer 1. Dickes GG. Da ist Nummer 1. Sehr, sehr geile Karte. Nehmen wir mit. Damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Gerecraftet und dann rein da in die Olga. Das ist es. Wir wollten einfach die Wette fertig machen und da war die Animation da. Sehr nice. So, machen wir weiter. Nächsten 10 stehen an und hoffen natürlich jetzt auf Nummer 2. Das ist ja logisch. Auf Nummer 2 hoffen wir jetzt. Es ist ein Stürmer Deutschland, aber das ist der falsche. Timo Werner, mein Lieber, gib mir Adeyemi. Den brauche ich, mein Lieber. Den, genau den brauche ich. Ne? Ja, Nummer 2. Portugal. Torwart, yeah, Jota. Ey, Costa, meine ich doch. Da ist der nächste Chat. Was ist denn jetzt los? Junge. Alter, das ist ja viel geiler als beim Team of the Year. Hier kriegt man ja durchgängig keine Karten. Jetzt geht's ja anders mit. Ich ziehe einfach mal ganz kurz das komplette Team. Walkout? Was ist denn? Hä, was passiert hier? Donnarumma! Die Leitung ist auf, Chat. Die Leitung ist auf. Und den haben wir schon. Den müssen wir recraften. Oh, Back-to-Back Walkout? Hä? Also Back-to-Back-to-Back eigentlich. Fabinho 87er. Also jetzt, ich weiß nicht, was hier los ist, Chat. EA macht ja hier anders die Leitungen offen. Einfach direkt sagt EA, Totti vorbei, wir schrauben mit der Packler komplett nach oben rein. Okay, das war Quatsch, darüber wollen wir nicht reden. Wieder nichts. Viermal hintereinander, hast du drei Walkouts und dann wirst du direkt von EA wieder, weißt du? Katastrophe. Ich lieb's wirklich. Academy-Spieler immer geil gewesen zum Future Stars Event. Wo die das eingeführt haben, ich hab's echt geliebt. Ah, hoch, hoch, hoch. Es wird ein 83er Baumann, bitte. Oder Alvarez, klar, das sind halt die teuersten. Dann sind wir bei 20 durch. Wir haben mittlerweile schon zwei gezogen. Ein unabsichtlicherweise aus dem anderen Pack. Aber der 83er Pautor ist der letzte. Let's go. Sehen wir uns bis jetzt okay, ne? Wir haben aus einem 80 Pluser Kudos gezogen und aus den hier aus 20 auch einen. Deswegen, vielleicht ziehen wir ja jetzt wieder ein. Die nächsten 10 stehen an. Aber das ist schwach. Das ist schwach. Ah, wir gehen zumindest nach oben, ne? Ah, 85er war die, den nehmen wir dankbar mit. Komm, gönne. Ah, wenigstens Walkout-mäßig was. Ah, den habe ich schon dreimal gezogen, ey. Der muss weg. 6 für die Wette. Komm, wo sind ihr? Wo sind die guten, Chat? Wo sind die guten, die wir brauchen? Nicht ein Ricardo Pereira. Nein, das sind nicht die guten, die wir brauchen. Vielleicht gibt es den mal im zweiten Team, Mengon. Ja, zweites Team kann ja immer noch Musiala kommen. Ich glaube, Musiala wäre auch Quatsch, den jetzt zu bringen, wenn du halt den Adeyemi aus der Bundesliga hast, den Deutschen. Ne? Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht auch im zweiten Team kommt. Oder halt gar nicht. Mal gucken, was da hier macht. Ne? Nummer 29. Auch das war Quatsch.
Weiß ich jetzt nicht, yay. Im letzten kannst du auch nochmal gönnen im 30. Gut, wir haben schon zwei gezogen. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, aber einer noch und ich hätte nichts dagegen. Wir wollen auf der Jagd nach noch einem weitermachen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Wir haben schon einen aus den hier, einen aus der 80 Plus. Da geht mehr, Chat. Und wir haben am Ende, glaube ich, noch 200 Capex und das Twitch Prime Pack. Also da könnte vielleicht auch noch einer kommen. Müssen wir mal schauen. Wir gehen durch mit 85er Schick. Bin ich zufrieden mit. Gerade wenn wir halt jetzt hier noch ein bisschen Futter bekommen und die ganzen SBCs abzuschließen, nimmt man die doch gerne mit. Okay, nächster Inform. Hoffen wir mal, dass wir die noch nicht haben, denn wir haben da schon einige. Perfekt. Und da ist der Fernando. Ich hab's angekündigt. Perfekt. Lila. Ah. Wenigster Walkout. Frankreich. ZM. 85er Pogba. Auch wieder in Ordnung. So, wir gehen zur Hälfte über. 41 bis 50. Wir brauchen mal wieder einen. Es muss lila werden. Wir überspringen in der Hoffnung auf Walkout. Schade. Bitte, bitte, bitte. Ey, gönne doch. Ja, Info-Walkout. Big. Brasilien. ZIV. Dante. Die Legende mit 40 Pace. Die Legende mit 40 Pace. Ist okay für SBCs. Ach, komm schon hier. Ihr wollt doch. Ihr wollt mir doch gute Packs gönnen. Die waren letztens zum Totti viel besser jetzt. Also aktuell gute Flaute drin, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ne? 50 Stück abgeschlossen, ne? Einen Future Star gezogen, ne? Und hier ziehen wir noch Bundu. Walkout? Der gute alte 86er Laporte. Na bitte, Walkout ist auch in Ordnung. Und James und Fred, schönes Premier League Pack. Ist das ein Zeichen für Alvarez? Na, back to back gehen wir erstmal durch. Kulaschi auch in Ordnung, saubere Karte. Alles über 85 halt immer wieder wichtig, ne? Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Futter. Back to back to back. Mindestens 85 plus. Und das ist Modric. Team of the Year Modric Kappa. Aber den haben wir ja eh schon gezogen. Ne? Das ist okay, dass wir den so mitnehmen. Das ist in Ordnung. Aber die ersten drei, die letzten drei Packs liefen echt sauber, ne? Und dann kommt dann wieder so ein Bundespack. Aber das gehört dazu. Noch zwei, dann sind wir bei 60. Na gut, wir hatten halt echt kein schlechtes Futter jetzt gerade draußen, ne, aus den Dingern. Und nochmal ein Walkout mit Robertson, okay. Also über die 10er-Runde brauchen wir uns nicht beschweren. Letztes Pack der Wette und es wird nochmal ein Durchläufer. Oder nach oben gehen oder wie man es auch immer nennen mag. Und es wird nochmal Goretzka. Anders wild bis jetzt. Also die Runde war unfassbar sauber, sehr geil. 61 bis 70, wir starten mit dem Walkout. Big B, Lewandowski. Ah, schade. 91er wäre halt anders wild gewesen, ne? Bitte, 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 ey. Ich will was sehen. Ja, wir gehen durch. Wir skippen für den Walkout. Hätte ja klappen können. Schade. So, Pack Nummer 70. Wird auch nicht lila. Das ist sehr, sehr schade. Aber immerhin noch ein 85er Busquets. Immerhin. Letzten 30, Chat. Die letzten 30. Ihr wisst, unser Ziel besteht immer noch. Zwei sind zu wenig. Wollen wir den dritten haben? Come on. Nächste Info im Walkout. Auch gut. Nein, den haben wir schon. Den haben wir schon, Chat. Obwohl es eigentlich gut ist. Hilfe. Bitte Daumen drücken. Ja. Nein, den haben wir doch schon, Chat. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh, da ist der dritte. Den haben wir schon. Es gibt so viele. Es gibt doch so viele, EA. Es gibt so viele, Chat. Oh, Mann. Das tut so weh. Aber wir haben ihn. Wir haben unseren dritten. Ich wollte drei. Warum keine deutsche Flagge mit Adeyemi, ey? Inform. Walkout. Again. Nicht Ginter. Nicht Ginter. Das kann nicht sein, ey. Ich hab nichts mehr zum Abgeben, Jungs. Ich hab nichts mehr zum Abgeben. Ich muss ihn abstoßen. Es tut mir doch leid. Kann nicht sein. Warum ziehen wir den Doppel? Es gibt so viele Infos. Es gibt so viele Future Stars. Wir ziehen immer nur die Doppelten, oder was? Kann nicht sein, Chat. Jota. Und wieder ein doppelter Inform. Jawohl, das ist es, Chat. Ja, Walkout ist da. Gut so. Schottland, Elfer, Robertson. Wenn ich den jetzt da habe schon, haben wir ein Problem. Ja, haben wir noch nicht. Da habe ich schon abgegeben. Hilfe. Hui. Die letzten 10 stehen an, Jungs. Die letzten 10. Da haben wir 100 Stück gezogen. 3 haben wir schon. Savic nochmal. Ja, again Walkout. Also Walkout-technisch haben die echt gut gegönnt bis jetzt, ne? Wieder Müller. Also Walkout, allgemein futtertechnisch, ist das nicht schlecht. Was schlecht ist, dass ich den 87er Müller abstoßen muss, weil ich nichts mehr habe.
echt ein geiles Gefühl. Ich sag euch, wie es ist. Letzten zwei, komm schon. Die letzten zwei. Vielleicht sagt ihr jetzt nochmal im allerletzten. Chris, den hast du dir verdient. Den vierten Future Star. Den allerletzten. Nummer vier. Komm, dann sind 100 Packs weg. Und das wird nochmal ein absoluter Totalbruch im letzten Pack. Nichtsdestotrotz, ich bin ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Was für eine Weisheit. Wir haben noch ein paar mehr Packs übrig, denn wir werden jetzt noch das Prime Gaming Pack öffnen. Die 200er plus, so wie es aussieht, noch ein 125er und ein 25er. Also gehen wir direkt mal rein ins Prime Gaming Pack. Und da kommt kein Future Star raus. Aber wir haben ja hier, Chat, ihr wisst es genau, Tadic, wir haben hier ja die Picks. Und die Picks müssen gönnen. Die Picks müssen gönnen. Komm, Future Star! Hier ist er. Ja. Und Future Star. Ja, aber der Marco, die Legende. Let's go. Big W, 2x100k Pack. Ich sag so, wie es ist, wenn wir jetzt hier einen 88er drin hätten, dann weiß ich nicht, ob wir das andere auch noch öffnen. Aber das ist ein 83er Schmeiß im 100k Pack. Nee, cool, ey. Echt vielen, vielen Dank. Wenn das jetzt wieder so bodenlos wird. Okay, Info, Ginter. Nicht. Oh Gott, ja. Gut so, 88er Hofmann. Sieht von den Werten ja gar nicht so bad aus, ne? Dazu noch Aubameyang. Ist okay. Und dann gehen wir rein in die letzten zwei Packs. Let's go. EA, gönn noch mal. 25er. Wir haben die 80 plus 100 mal abgeschlossen. Deswegen kriegt man da hier nochmal die Belohnungen. Und wir gehen hier mit einem Niklas Süle. Nächster BVB-Spieler, mit dem wir hier reingehen. Das ist schon mal okay. Letztes Pack. Nochmal ein Future Star jetzt. Future Star Nummer 4. Nase, rein geht's. Abfahrt ist angesagt. Ja, hat nicht geklappt mit Nase. Perfekt, dann wird's halt ein Scheißding. Wieder Info-Walkout. Und Valencia. Ich glaube, die haben wir sogar aber tradable rumliegen. Vielleicht ist da unterwegs noch ein, zwei Walkouts, die wir natürlich mitnehmen könnten. 12 Duplikate und da ist absolut gar nichts dahinter gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben unser Experiment gemacht. In den 178 mal 3ern oder 3 mal 78 plus an waren drei theoretisch zwei drin. Durch Streetcraft haben wir den dritten mit Kudos bekommen. Ich glaube, futtertechnisch war das auch not bad. Ich persönlich bin sehr zufrieden damit mit der ersten Ausbeute des Future Stars Events. Natürlich hätte ich gerne Adeyemi gehabt. Nichtsdestotrotz habt ihr Packs aufgespart vom Totti her, von den Upgrades und habt sie heute gezogen oder gestern, was habt ihr draus gezogen? Haut's unten rein in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall fürs Video raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.